Willkommen im HDB Schweißshop, meine lieben Schweißtechnikfreunde, meine YouTuber. Heute wollen wir einen kleinen Härtetest mit der Pico 160 Zell erstellen für euch. Wir wollen wissen, wie verhält sich der kleine Inverter, wenn er von der Leiter mal fallen sollte. Passiert ja durchaus schnell mal auf der Montage. Wie sieht das Ganze aus bei einer langen Netzleitung, bei 10, 20 Metern, wenn wir Wildkabel im Garten rumliegen haben? Funktioniert das Ganze noch? Plus, wir werden damit auch heute draußen schweißen. Dafür habe ich auch Elektroden vorbereitet. Eine 2,5er Elektrode für 2 mm Stahl und eine 3,2er Elektrode für dicken Stahl. Also ich rede hier von 4 bis 5 mm. Das machen wir heute draußen, denn das macht die kleine Maschine auch aus. Wir können damit draußen schweißen problemlos. Was brauchen wir dazu noch? Ein Automatikhelm, Handschuhe, Massekabel, Elektrodenhalter, Sturm und wir können loslegen. Die Gefahr, die jetzt heute in diesem Video für mich entstehen könnte, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Maschine heute durch die Gegend werfe. Deswegen seid gespannt. Wir aktivieren auch eine GoPro auf der Pico, damit ihr live mit den Augen einer Pico erleben könnt, was es heißt, beim Igor ein Schweißgerät zu sein. So. Die Kleine tut mir jetzt schon leid. So, beginnen wir mit unserem ersten Test und lassen das Schweißgerät oben von der Leiter ein paar Mal runterfallen. Wir machen das Ganze auch in echt mit angeschlossenen Kabeln. Unser Massekabel, Elektrodenhalterkabel. Ich bin wirklich gespannt, was der Kleine aushält. Aus dir würde ich das gerne mal testen. Ich habe meine Kabel. Bin am Arbeiten und mein Inverter fällt mir runter. Schauen wir, was passiert ist. Ich bin wirklich gespannt, ob die Pico überlebt hat. Ich sehe, die GoPro läuft. Von außen. Sogar die Schutzkappe ist noch ganz geblieben, alles ist noch ganz, meine Kabel sind noch da, sieht alles gut aus. Wir schalten die Maschine einmal ein. Tja, sie läuft, das heißt, wir können damit gleich auch mal schweißen, aber bevor wir das tun, wiederholen wir das Ganze. Vielleicht haben wir Glück gehabt. Versuch Nummer 2. So, wir arbeiten, schweißen, alles ist okay und die Maschine fliegt uns runter. Oh, das war heftig. Also, keine Beschädigung, alles ist ganz, sogar die Kappe ist immer noch dran, unsere Kabel sind dran und die Maschine läuft immer noch und ich kann sie verstellen. Und die GoPro funktioniert auch noch. Hi. Cool, dann können wir draußen mal schweißen. Wichtige Info, bitte nicht nachmachen. Die Maschine verträgt einiges, aber sie ist nicht dafür gedacht, dass sie die ständig fallen lässt. Ja? Nächster Punkt, wie sieht das Ganze aus, wenn wir eine lange Netzleitung haben? Im echten Leben ist das nun mal so, quer durch den Garten. Eine Kabeltrommel, noch ein Kabel, mehr Steckerleiste. Wie sieht das aus? Funktioniert das Ganze? Legen wir los. Erstmal so 10 Meter Kabel. Chaotisch, wie bei mir zu Hause. So, schauen wir kurz, wie lang das Ganze ist. Lang hier, muss ich sagen. Alles dabei. Das sind alles keine idealen Bedingungen. Also starten wir das Ganze und schauen, was passiert.
ich möchte 5 mm Baustahl verschweißen. Dafür nehme ich eine EWM 3,2 Durchmesser Elektrode. Die können wir sowohl an Plus wie an Minus anschließen. Da steht auch alles hier. Und hier steht auch drin, wenn wir eine 3,2 Elektrode haben, sollst du das Ganze zwischen 90 und 135 Ampere einstellen. Ich stelle das Ganze auf 110 an und schaue mir das Ergebnis an. Leute, das ist alles echt nicht gefaked. Wir haben die Pico mehrmals fallen lassen, von 2 Meter die Leiter runter. Wir haben eine kaputte Trommel, lange Netzleitung, Kabel teilweise aufgewickelt und das läuft einwandfrei. Denn so ist das meistens zu Hause, ja? Ein bisschen chaotisch, aber das Ding läuft und funktioniert. Schaut euch das an. Ich muss noch nicht mal bisschen mit der Bürste durchgehen. Okay, ich habe jetzt nicht ruhig geführt, aber ich wollte damit zeigen, dass die Maschine einwandfrei läuft, funktioniert. Wunderbar. Machen wir den Pfosten mit 2er Elektrode noch hinterher. Als nächstes schweißen wir Stoßnaht mit unseren 5er Blechen Baustahl und das Ganze mache ich jetzt mit Puls. Schaut mal. Und wir haben unsere Stoßnaht problemlos verschweißt. Ich war ein bisschen unruhig, ein geübter Schweißer kriegt das noch besser hin, aber die Maschine läuft einwandfrei. Wir waren soweit erfolgreich mit unseren 5 mm Blechen. Nun wollen wir 2 mm Vierkantrohr miteinander verschweißen. Ihr müsst ein Geländer nachbessern draußen. Dafür empfehle ich euch eine EWM RR 2,5 Elektrode. Und wir schauen noch mal kurz auf die Packung. Was sagt der Hersteller? Der sagt, wir sollen das zwischen 50 und 70 Ampere die Maschine einstellen. Ich stelle sie auf die goldene Mitte 60 und verschweiße mein Vierkantrohr. Ich finde es einfach toll, was die Pico 160 Zellpuls aushält. Ich finde es super, was die Maschine kann. Wir können damit E-Hand schweißen, WIG schweißen, Zellulose schweißen, Pulsen, das ist der perfekte Begleiter für deine Werkstatt, für den Heimwerker, für den Landwirt, um draußen zu schweißen. Wir haben es ja gesehen, die Maschine ist für jeden Einsatz zu gebrauchen. Von daher meine Empfehlung, ich wünsche euch was, bis dahin, ciao!